Seit die Fernsehantennen die Dächer in den Städten und in den Dörfern erobert haben, spricht man oft von einem Kampf zwischen Film und Fernsehen. Das Fernsehen schoss aus allen Röhren. Und die Filmindustrie stieg vorübergehend mit einer Überproduktion von Sexbomben in die Auseinandersetzung ein. Aber der Kampf erwies sich als sinnlos, denn schon bald wurde offensichtlich, dass es ein Kampf mit ungleichen Mitteln war. Das Fernsehen fand unverhoffte Verbündete in Parkplatzsorgen, in der Trägheit der Menschen, für die das beliebteste Kleidungsstück der Hausschuh ist, im mittlerweile schon sprichwörtlich gewordenen Fernsehbier und schließlich im Staat, der zulässt, dass das Fernsehen Geld scheffelt, dass es sich, siehe Mainz, aus Steuergeldern erholt, während dem Film Substanz entzogen wird. Auf diese Weise hat die deutsche Filmindustrie seit Kriegsende 1,7 Milliarden Mark, Sie haben recht gehört, 1,7 Milliarden Mark verloren. Walter Giller befragte den Fiskus. Mein Herr, Sie vertreten die Vergnügungssteuer. Wissen Sie, dass die Vergnügungssteuer der Filmindustrie jährlich 30 Millionen Mark entzieht? Ja, aber Steuer ist Steuer. Wissen Sie, dass Sie dadurch die Eintrittspreise hinaufschrauben und die Filmwirtschaft schwächen? Das ist eben einfach wirtschaftlich gesehen immer schwieriger wird, Filme zu produzieren. Ja, aber Steuer ist Steuer. Ja, aber wenn es so weitergeht, werden wir eines Tages zumachen müssen. Das heißt, in Deutschland wird es dann nur noch ausländische Filme zu sehen geben. Und das Ausland erhält deutsche Filme dann nur noch durch die DEFA aus Ost-Berlin. Ja, aber Steuer ist Steuer. Ich bitte Sie, mein Herr, wenn ein Buch gedruckt wird, besteuern Sie es? Nein. Besteuern Sie das Fernsehen? Nein. Besteuern Sie das Fernsehen, wenn es unsere Filme zeigt? Nein. Besteuern Sie den Faust, wenn er auf der Bühne gespielt wird? Nein, da subventionieren wir. Besteuern Sie den Faust im Filmtheater? Aber natürlich, denn Steuer ist Steuer. In der Bundesrepublik gibt es nur drei Länder, die die Vergnügungssteuer praktisch abgeschafft haben. Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein. Bayern und Hessen erheben immer noch einen Vergnügungssteuersatz von 15 bis 20%. Alle anderen Länder haben die Vergnügungssteuer oder Reste von ihr beibehalten. Steuer ist Steuer. Ein solches Argument ist natürlich nicht zu widerlegen. Es beschneidet die Filmschaffenden und walzt die Filmwirtschaft nieder. Eines Tages werden dann auch die Filme im Fernsehen verschwinden, die laut Infratest immer noch höhere Bewertungsquoten haben als Professor Kschimmicks Fernsehzoo. Dann, liebes Publikum, heißt es, freie Fahrt fürs Fernsehmonopol.